Guten Morgen vom Bahnhof Eutin. Im Hintergrund hier die Mühle. Hier am Bahnhof kann man mit Wohnmobilen kostenlos stehen. Deswegen beginne ich heute die Stadtrunde Eutin hier am Bahnhof. Wenn ihr mögt, bleibt dran. Ich hoffe, es bleibt trocken. Aber es soll jetzt für 2-3 Stunden mal nicht regnen. Ja, als erstes geht es jetzt hier über diese Brücke. Und dann hat man diese strahlend weißen Häuser hier. Die sind wahrscheinlich gerade frisch gestrichen, weil sonst bleibt das nicht lange so weiß. Schon gar nicht an so einer Hauptverkehrsstraße. Und als erstes fahre ich natürlich die alte Mühle an, wo ein Kneipenrestaurant drin sein soll. Die habe ich ja jetzt vom Bahnhof aus schon gesehen gehabt. Und die sieht erstmal top aus. Ja, so wie ich das oben sehe, 1995 wohl saniert worden. Da muss sie auch noch so aussehen. Auch hier wieder so eine schöne rote Backsteinkirche. So, ich bin jetzt hier im Seepark angekommen und dann geht es gleich in den Lovrenzgarten. Aber vorher wollte ich mal ganz kurz hier so einen Schwenk machen. Ich komme bestimmt noch mal vorbei nachher, aber vorsichtshalber, man weiß ja nie, wo die Wege einherführen. Ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Blick auf die Stadt. Aber jetzt geht es erstmal hier in diesen Lorenzpark und Seepark. Das Ganze scheint sehr weitläufig zu sein, deswegen gucke ich erstmal, ob ich so drumherum hier einen Weg finde, bevor ich dann kreuz und quer durchfahre. Sieht auf jeden Fall erstmal ganz ansprechend aus. Man hat ja gerade die Mädels da sitzen sehen, die waren, weiß ich nicht, 13, 14 vielleicht, kann ich schlecht einschätzen. Und die waren am Musizieren und setzten sich gerade auf die Bank Richtung Weg, wo ich herrollte. Und da habe ich gesagt, ach, da komme ich ja genau richtig für ein Ständchen. Und da sagte die eine, ja klar. Da sage ich, ja komm, dann macht mal was. Und da haben sie mir jetzt gerade so ein schönes Lied vorgesungen, mit Gitarre begleitet dabei, echt toll. Habe ich natürlich nicht gefilmt. Ne? Erstmal Kinder macht man nicht, gehört sich einfach nicht. Und ja, war klasse. Dankeschön. Und hier geht jetzt der offizielle Radweg wieder schön am See entlang. Vorbei an diesem Kirstenbrunnbad. Sogar mit kleiner Seebrücke. Oh, da drüben muss ich gleich auch hin. Das sieht gut aus. Je nachdem, welche Runde man hier wählt um diesen Eutiner See, da gibt es auch verschiedene Seen, die angrenzen anscheinend, kann man hier so zwischen 35 Kilometer fahren, wie ich das da auf dem Plan verstanden habe. Ich schaue mal, dass ich mich möglichst rechts immer halte, um zu diesem Strandbad, nehme ich mal an, da hinten hinzukommen, oder Seebad. Wird schon passen. Da sind gerade zwei so Pedelec-Fahrer mit Kennzeichen an mir vorbeigerauscht. Und die haben tatsächlich Headsets wie Motorradfahrer. Kann man sonst bei diesen Teilen nicht mehr miteinander reden? Sind die wirklich, ja, weiß ich nicht, so schnell unterwegs? Ich weiß es nicht. Manchmal denke ich mir, es wird maßlos übertrieben. Aber jeder, wie er mag und wie er kann. Leben und leben lassen. Immer dran denken. Hier kommt wieder eine dieser schönen Holzbrücken. Und am Rand habe ich schon gesehen, Seerosen in Gelb. Ups. Ja, Vorsicht, rutschig. Ach, ist das schön. Da die Gänse. Und zur anderen Seite. Ich weiß, der Schwenk war ein bisschen schnell. Aber auch sehr schön. Und da vorne geht es auf Holzstegen weiter. Das heißt ja, ich bleibe so halbwegs auf dem Wasser bzw. leicht sumpfigen Untergrund unterwegs. Ach, ich liebe sowas, wenn man hier so rüberrollt. Man muss echt nur aufpassen, weil die Planken hier doch ein bisschen rutschiger sind, als man oft erwartet.
Also jetzt das Radeln durch die Felder hier, die Sonne kommt gerade raus. Das fühlt sich an wie in so einem Tropenhaus. Jetzt habe ich natürlich auch meinen Pullover noch an. Aber schon sehr dunstig hier. Ich bin jetzt in Fissau angekommen. Und da auf der Karte steht eindeutig, dass ich richtig bin und dann geht es hier so weiter. Was ich auch klasse finde, dass hier die Untergründe einfach so naturbelassen sind, obwohl hier ja altes Wohngebiet nicht, aber alter Wohnbestand ist. Das muss nicht immer alles geteert sein, geht auch so. Klar, Autos immer dreckig, aber so für die Umwelt ist das hier eine gute Sache. Ich habe gerade mal kurz gewendet, hier dieser Staketenzaun, dann kommt das Tor. Und dann kommt hier so ein altes, schönes Reetdachhaus, was sehr verlassen aussieht. Aber es hat was. Ja, und so toll kann es aussehen, wenn es gut saniert wurde. Das muss unheimlich toll da drin sein, auch so vom Raumklima, denke ich mir. Würde ja am liebsten mal bei jemandem klingeln und reingehen. Aber das wäre ein bisschen zu unverschämt. Ja, so begeistert, wie ich gerade wieder von diesem unsanierten Reetdachhaus war, habe ich natürlich das Schild Radweg linksrum verpasst und bin wieder stumpf rechts in so eine Sackgasse gefahren, aber nur ein paar hundert Meter. Aber so ist das immer, wenn man sich leicht begeistern lässt. Hier oben im Wald gerade was gesehen. Und zwar dort, wo ich nicht weiß, was es ist. Aber da muss ich natürlich hin. Ja, das gehört zu dem evangelischen Kindergarten hier. Und ich muss sofort wieder aus dem Unterholz hier raus. Bestimmt schon 20 Mücken an den Beinen. Meine Güte. Irre. Dort ist diese schöne Anlage, ist leider alles eingezäunt und abgesperrt. Und jetzt hat sich das aufgeklärt, das ist eine Badeanstalt. Kein Strandbad, sondern Badeanstalt. Aber genauso schön. Nur schade, dass es zu ist. Zur anderen Seite von der Brücke hier ein kleines Häfchen und wieder der Blick auf die Stadt. Das heißt, ich komme jetzt wieder in den Seepark gleich rein. Hier in dem Park, wie vorhin angekündigt, fahre ich jetzt einmal so ein bisschen kreuz und quer. Hauptsächlich sind das hier ganz viele Spielflächen für Skater, Kletterer, für Jung und Alt, sage ich mal. Hier ist mehr oder weniger ein Strand mit Wasserzugang, wo Baden verboten ist. Auch so typisch. Aber da geht es letztendlich immer um Aufsichtspflicht. Und das ist nun mal teilweise sehr schwierig. Und bevor da irgendeiner ertrinkt, kann man die Städte und Gemeinden ja manchmal auch verstehen, dass dann halt Verbote ausgesprochen werden. Auch wenn es schade ist. Gefühlt geht es im Norden viel zu oft bergauf. Ich habe hier so einen Turm gesehen, natürlich auf dem Berg oder auf dem Hügel. Aber die Steigungen hier sind echt nicht ohne. Aber wenn ich sowas sehe, will ich da ja auch hin. Ah, da. Wird auch ein alter Wasserturm oder sowas sein. Da ist das Türmchen und es sieht vorne so aus, als wenn man da rein könnte. Zumindest aufs Gelände. Und das mache ich jetzt erstmal. Ich habe nur gerade selber gelacht, wo ich hier abgebogen bin. Weil dieser steile Berg, sag ich mal. Und ich bin echt im Zeitraffer um die Kurve. Und hier vorne stehen so zwei Staatskarossen, auch mit Chauffeur, so wie es aussieht. Und der Fahrer hat echt ein breites Grinsen gehabt. Musste ich auch irgendwie über mich selber lachen. So, das Ganze ist Privatgrundstück, betreten nur zur Turmbesichtigung. Und das Mitbringen von Hunden ist verboten. Ich habe weder Hund noch irgendwas Schlechtes vor, deswegen gehe ich mal hin, um zu schauen, ob man den Turm auch besichtigen kann. Aber wenn das nicht gegeben ist, verlasse ich natürlich sofort das Gelände. Wie ich es mir gedacht habe, wegen Corona-bedingten Auflagen geschlossen. Aber hier gegenüber ist auch noch so ein Prachtbau. Das Ganze ist das Schulgelände, wo das Betreten natürlich verboten ist. Und die Schule heißt Johann-Heinrich-Voss-Schule. Wie ihr hier an den Gebäuden sehen könnt, bin ich natürlich jetzt aus dem städtischen Bereich erstmal wieder ganz raus. Werde ich gleich aber nochmal hinfahren. Aber ich gucke mir, wie gesagt, auch gerne so das Hinterland von jeder Gemeinde oder Stadt an. Und jetzt geht's erstmal in die Innenstadt.
Sieht ja auch toll aus, wenn man so rechts, links die Gebäude betrachtet und dann im Hintergrund die große Kirche. Imposant hier. Und gutes Kopfsteinpflaster. Wirklich gut. Das ist die St. Michaeliskirche hier mit einem schönen Kirchhof oder Kirchplatz. Nebenan in dem Gebäude ist ein Eine Weltladen drin. Und ansonsten kann man hier so schön drumrum flanieren, nenne ich es mal. Und hier geht es jetzt direkt Richtung Schloss und Schlossgarten. Auch da wird wieder saniert. Einerseits immer schade, dass man da nicht alles sehen kann. Aber umso schöner wird es fürs nächste Mal oder für die, die dann kommen, wenn es saniert ist. Und so sieht das Ganze einmal von vorne aus. Ich werde jetzt gleich noch die eine oder andere Ecke anschauen und die zeige ich euch natürlich auch. Ich sehe nämlich da hinten schon einen Teich und so eine Umrundungsmöglichkeit. Aber erstmal gehe ich kamerafreundlich zu Fuß Richtung Eingangstor, weil ich glaube, dass es echt mittlerweile zu viel wackelt. Auf diesem Kopfsteinpflaster, wenn ich hier immer durchfahre. Ich habe das Gefühl, selbst jetzt beim Laufen wackelt mein ganzer Körper mit. Hier ein kleiner Blick auf den Burggraben. Ich denke mal, den Fisch habt ihr gerade auch gesehen, wie er da rumgezappelt ist. Und dem angrenzenden Garten. Auch der Durchgang hier ist schön gemacht mit diesen Eimern und der Beleuchtung. Ich weiß nicht, ob das diese klassischen Toiletteneimer damals schon waren, aber ich denke mal. Oh, schon beeindruckend. Jetzt bin ich im Eutiner Schlossgarten, wo man dann auch noch mal einen herrlichen Blick auf die Rückseite hat. Teils verdeckt durch das Grün, aber nicht weniger schön, wie immer hier bei mir. Einmal so ein Schwenk hier von der Ecke nochmal. Mit dem Teich und den Rosen hier im Vordergrund. Wunderschön. Es ist ein wunderschöner Garten. Es sieht alles irgendwie wild aus, aber wenn man mal genau schaut, da ist ein hundertprozentiger Plan drin. Echt klasse. Und dort ist dieser kleine Seepavillon, den man vorhin von der Brücke aus gesehen hat, wo ich an dem Seeschwimmbad war. Ja, hier geht es dann die Treppen runter, wenn man vom Schloss kommt, wieder Richtung Seepark. Da auf der gegenüberliegenden Seite. Und hier unten kann man schön verweilen. So wie es die Enten gerade auch machen. Auch Eutin wieder. Schönes Städtchen. Das wird viel mit dem Wasser zusammenhängen, dass man hier so dieses zufriedene Gefühl hat, weil es ja doch auch immer beruhigend ist, dieser viele Wald rundum und dann das Wasser. So wirkt es auf mich zumindest sehr beruhigend. Hier ist so eine total gemütliche Ecke und da steht Hundebistro, Weinläden, Feinkost, finde ich blöd. Ich warte lieber hier. Sehr schön gemacht. Und hier kommt man noch mal so schön aus so einer kleinen Gasse raus und hat dann einen herrlichen Marktplatz. Mit dem alten Rathaus. Auch hier im Stadtbild überall Rosen. Die wachsen ja anscheinend besonders gut. Also man hat hier rund um den Marktplatz so sternförmig wie eine Fußgängerzone. Ja, wettertechnisch habe ich jetzt echt Glück gehabt, mir hier Eutin und Umland anzuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Hier gibt es garantiert noch mehr außenrum an Wegen, was an den ganzen Seen hergeht. Die ich aber ganz bewusst nicht fahre, weil man in Wald- und Wassernähe von Mücken hier aufgefressen wird. Und das tue ich mir echt nicht an. Ansonsten gefühlt es mir auch hier wieder sehr gut. Ich hoffe euch auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Markus, heute aus Eutin.